und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Rock Conception, Digga. Da ich ja leider ein Wildschwein mitgenommen habe und einfach kein Auto habe, bin ich jetzt Beifahrer und Kameramann bei Ramin. Und Jawohl. Wir fahren heute, wo fahren wir hin? Zu den Jungs von Hello Titty. Hello Titty. Die sind ganz verrückt, die haben eine ganz miese Karre gebaut. Das ist kaputt und wir sind jetzt auf dem Weg und wir sehen uns gleich wieder vor Ort. Schnallt eure Tisten fest, weil das wird brutal. Lass mal Action machen. Willst du Tür kaufen? Nein. Nee. Warum nicht? Kacke. Ich hab kein E36. Nimm die scheiß Kamera und nimm die scheiß Tür jetzt. Oh, mit der Tür. So, schön die Gummi. Oh, hallo? Also ein bisschen abgefahren in der Schule. Ist weg, ne? Hä? Der ist weg. Ja, ja, da. Ich hab noch eine da. Das ist mein Schlüssel eigentlich. Jetzt klaut er das Auto dazu, oder was? Der ist so durch, der Weg. Aber ich meine, das ist praktisch, ne? Also wenn du liften musst zwischendrin oder so, dann hast du einfach zwei Runden ohne Tür. Einmal mit Profis arbeiten hier. Mein RTL. Okay, nochmal von neu. Ey, der ist ein bisschen ein Auto. Der dachte, Armaturenbrett ist hier und hat einfach Anzeige hier reingemacht. Und sowieso, das ist ein Kompakt. Die haben einfach, der ist betrunken gefahren, ja, der lag dann auf dem Dach. Und da haben die einfach aus Versehen Dach von dem Touring, vom Kombi eingeschweißt. Das ist quasi ein Kombi mit zwei Türen. Und Gewichtsreduzierung, meine Freunde, ist alles. Guck mal hier. Das ist echter Motorsport. Bald sind die auch aus Carbon, so wie das Dach. Aber falls ihr euch wundert, warum der so kacke läuft, der hat ja zwei Aquariumpumpen im Motor drin. Komm mal mit. Also, das ist die Aquariumpumpe für ein 500 Liter Wasserbecken. Und die Pumpe da ist für so einen 150 Liter Aquariumbecken. Weil der läuft ein bisschen heiß und so. Aber jetzt ist wieder gut, weil du siehst, Ampel ist wieder auf grün. Ja? Aber Tuning ist erste Sahne. Pinke Kabelbinder, da sehe ich mich drin. Ja, und das Ding ist, ja, das P in Polendioxid habe ich gerade aus dem Getriebe geklaut. Der steht nicht mehr auf P, weil ich habe es weggenommen. Jetzt muss der so dastehen.
der Phil, der arme, der jetzt nicht mehr anstoßen kann. Phil ist konzentriert. Ja. Wenn er schon einmal irgendwo Soße reinlassen kann. Ja, warum sind wir denn heute hier? Wir sind eigentlich hier wegen dem, wie der Melf das schon so schön wunderbar gesagt hat. Wir wollten eine Runde Solitär zocken. Hier wegen dem Kompakt 1.6er Umbau. Teichpumpen aufgeladener. 12 Zylinder. Waren das nicht eben noch Aquariumpumpen? Ist doch Jock, ob das eine Teichpumpe ist oder eine Aquariumpumpe. Oh. Nee, willst du uns ein bisschen was über dein Auto erzählen? Nö. Nö. Betriebsgeheimnis. Ja, ja, da ist es. Auto. Vier Räder, Wert. Genau. Lenk, bremst. Kannst du dir erstmal vorstellen, wer bist du, wer ist dein Team? Genau. Wie seid ihr auf die Idee gekommen? Biertittenkönig Titti Team. Also die Grundidee hatte quasi meine Frau, die das Ganze zu unserem Polterabend organisiert hatte mit einer Burnout-Show. Aus dieser Burnout-Show wurde dann mehr oder weniger irgendwann ein eigenes Burnout-Auto. Red weiter so heute Abend, wird schön für dich. Wie es halt aus so einer halt mal mein Bier-Idee immer ist, das wird meistens schlimmer als gedacht. Da. Kann ich mir gar nicht vorstellen. Das waren zwei Bier. oder die eine oder andere Kiste. Da irgendwann dieser 1.6er Schlaftablettenmotor halt zu langweilig war, kam kurzerhand irgendwann dieser V12 durch Zufall. Ja, nimm das Ganze. Sei einfach auf dem Hof, ne? Sag ich einfach, baue mich einen Kompakt ein. Eben. Wenn ich schon hässlich bin, dann richtig. Wie der Zufall so will, eigentlich stand das Ding im Nachbarort. Wie es sich dann so im Nachhinein rausgestellt hat. Also das war schon ganz schön lustig. Ja, aber wie bist du auf die Idee gekommen, da ein V12 reinzuklatschen? Einfach so. Er war da. Gab's günstig, sagen wir mal so. Und die Idee war eigentlich mit dem Preis geboren. Ja. Du gehörst dazu. Nee, das war so die spontane Idee. Ja, das ist der V12 war da. Halt in dieser eigentlichen Golfkarosse. Mhm. Da man sich ja nicht mit fremden Federn schmücken will, baut man irgendwas Eigenes. Deswegen hat er aus dem Opel den C20 XE Motor eingebaut mit zwei Turboladern. Zum Beispiel. Einfach so aus dieser Bierlaune heraus entstanden. Ne? Ja, jetzt bist du Ben Klock, ja? Der trifft da. Nein, nie Klock. Ben Klock, ja. Wir hatten ja eben schon den Kommentar bei Maeve. Was war das? Camblocks Endgegner? Mhm. Vor allem, das war ja ein Kompakt. Was habt ihr denn jetzt genau an dem Fahrzeug alles gemacht? Also, ja, also ich sag mal, das ist eine Reisekürze. Also wir sehen das morgen, sehen noch original das, aus. Was, genau, das, was original ist, sind halt noch die Außenspiegel. Die Frontscheibe ist gar noch die originale. Das hat sich erklärt. Der Rest erklärt sich von selbst. Aber wie gesagt, so eben den V12-Umbau. Dann irgendwann, also Ursprungsgedanke war halt mit diesem 1.6er Motor, das Ganze als Cabrio ist ein bisschen für ein Burnout. Aber irgendwann dann mit den V12 ging das Ganze schon besser. Aber Burnout, sagen wir mal so, naja, gut, das ist halt in Anführungsstrichen stumpfes auf der Stelle stehen und Burn. Ja, da fehlt irgendwo der Spaß oder die Geschwindigkeit. Das ist halt wie wenn die alte Patrick Stern im Bett macht. Oh, ja. Oh, der Seestern. Oh, oh. Duldungsstarre. Die Duldungsstarre, ja. Na moin. Ja, und aber denk dran, solange es Puls hat, ist noch okay. Ja, und um das Ganze quasi dann irgendwann abzurunden, haben wir gesagt, wir bauen das Ding halt mal anders als alle anderen. Ne? So wie es halt in meinem Kopf rumgegeistert hat. Oder rumgespukt ist, sagen wir mal. Da soll mir jemand sagen, dass ich behindert bin. Naja, du hast ja keinen Kompakt gehabt, wo das Dach abgeflext worden ist. Grundvoraussetzung war ganz andere. Ja, das Ding ist halt, also ich kenne mich schon ein bisschen mit dem Buntmetall aus und ich bin da eher so auf Kupfer aus und andere Metallsorten. Jetzt an so sowjetischen Drecksmetall aus irgendwelchen Drecksgewehren zusammengepresstes Dach rausschneiden, das finanziell nicht nötig, weil die 20 Cent, die kann ich auch mit einer Pfandflasche wieder reinholen. Und das, wie gesagt, das Cabrio sah ganz lustig aus, war aber irgendwann halt einfach zu langweilig. Mhm. Ja, und dann kam eben diese windische Im-Schlaf-Idee, dort halt dieses Touring-Dach drauf zu schweißen, spaxen und halt das Ganze ein bisschen zwangs zu beatmen. Ich meine, ein Kollege hat gesagt, ey, ich habe hier noch einen Turbolader und der andere auch. Ja, ne, ach komm, scheiß drauf, lass einfach mal machen. Das Problem ist halt, dass man Freunde hat, die nie Nein sagen, beziehungsweise eine Frau, die zu allem, naja, viel Spaß sagt. Mach mal. Ja, wobei, mach mal ja in der Regel nichts Gutes heißt. Ja, wir haben schon mehrfach geklärt, Jenny, du bist schuld. Genau. Ich bin auch die, die es bezahlt.
bezahlt. Das schneiden wir raus. Können wir auch so einen Sponsorvertrag klar machen? So entstehen Eheverträge. Genau. Tja, ich muss mir auch eine Frau suchen, dann kann ich auch so einen fetten Caddy fahren vor 8. Das muss die richtige Frau sein, sonst wird das nichts. Ach so, scheiße. Ja, komm, nee, dann scheiß drauf. Was? Nee. Hat er was romantisch gesagt? Er hat gesagt, er macht heute für dich die Spülmaschine zu. Und wer ist jetzt hier der Facility Manager in eurer Truppe? Facility bist, ja, bist du. Das bist du. Wahrscheinlich. Das ist die Mutti. Die Modelle sind ohne Titten. Also die Chefin des Teams sitzt quasi da drüben. Die hat das Ganze so mehr oder weniger ins Leben gerufen. Das ist ja. Genau, das ist das CEO. Die kriegt nicht so lange die Massage deines Lebens, Bruder. Ich denke, darauf läuft sie lang. Das Ganze fortgeführt vom Burnout in den Drift. Ja, war eigentlich so ein bisschen auf meine Kappe. Hauptsächlich halt die Chefin. Und dann, wie es halt so der Teufel will, ne? man hat Spaß dran und sagt, naja, wie sieht's denn aus? Und es ist der Geschichte geschuldet, dass neben dem Burnout ist Drift. Ne? Und dann haben sie sich halt mal, das wollen wir unbedingt mal machen, lass uns doch mal mitfahren. Und weil man halt drei Leute kennt, die man kennt, ne, ist das natürlich auch dann ein bisschen günstiger und sind mitgefahren. Und nachdem sie beide ausgestiegen sind und Grinsen hatten, was nur durch die Ohren begrenzt worden ist. Und durch den Helm. Ja. Und war die Frage, weil ich es kann. War dann einfach grundlegend die Frage, und was machen wir jetzt? Ich denke. Ja? Und Standard-O-Ton war, ich verstehe die Frage nicht. Und das kommt so eher, wir haben Burnout gezogen und dann ist die Bremse kaputt gegangen. Dann haben wir gemerkt, man kann auch driften mit der Scheiße. Ist das richtig, dass der da oben über der Scheibe noch LEDs hat? Eigentlich war die Dichtung vom BMW zu teuer, die kostet fast 280 Euro. Und der LED-Streifen kostet bei Teddy 8 Euro. Und ja, dann haben sie dann einfach den LED... Sorry. Dann weißt du, was hier für massive Kosten in das Projekt gesteckt werden. Da wurde einfach der LED-Streifen einfach mit Uhu Patafix eingeklebt und jetzt ist die Scheibe dicht. Das ist dieser Uhu-Stiftkleber, den sie rausdrehst. Grundschule, erste Klasse. Da passt es lieber. Aber der roch gut. Schön, in der Grundschule schon mal die Kleber geschnüffelt. Das kam jetzt ganz schön random raus. Jetzt wissen wir, wo es herkommt hier. Wie lange driftet ihr jetzt schon? Ein Jahr jetzt mittlerweile. Also es ist ja, die meisten fangen mit einem kleinen Audio an, aber das stand halt immer da. Ja, war ja aber ein Kompakt, ne? Also, auch also grundlegend klein ist es ja. Ne? Wurde dem Sport angepasst. Also am besten ist ja wirklich diese Tankanzeige hinten. Das hat sich absolut gekillt, ne? Ja, die ist halt so ein bisschen Nonsens, weil wenn du driftest so, ja, wo ist die Tankanzeige? Ja, lass mal aus dem Fenster rausgucken. Wieso, du kannst doch den Kumpel fragen, der neben dir driftet. Ja. Hey, Bruder, ist doch mal gucken, ob es noch reicht in der nächsten Kurve. Kriegen wir noch einen Tandem hin oder schon leer, die Zapfen? Und da das ja vorher schon mal im umgebauten E32 war alles, wo der ganze Kabel mehr oder weniger rausgehackt war, gab es die Tankanzeige nicht. Ach, der Kupferkurs war einfach nur zu hoch. Fühle ich. Somit war das irgendwann... Gewichtsreduktion. Deswegen funktioniert über die Hälfte mein Auto nie. Du kannst aber so eine Pose nehmen und so ein Stehröhrchen, das ist ja auch immer. Ja. Könnte man. Aber da müsste ich ja einen Kofferraum erst aufmachen. Da kannst du auch einfach anzünden und gucken, wann die Flamme weg ist, dann weißt du, der Sprit weg ist. Ja. Tisch kompakt ist on fire. Tankanzeige. Welche Hitze? Wann ist es soweit, Schatz? Wenn der kompakt und feier ist. Nee, sie hat gesagt, sie zieht einen Schlüpfer aus. Ja, da war ich dabei. Das hat er gehört. Oder er hat angefangen. Digga, du bist hier der Schlüpfer. Dieses Armaturenbrettoberteil, das hab ich mir irgendwann einfallen lassen, weil ich den Kabelsalat dann nicht mehr schön fand. Das hat mich gestört. Die Sachen sind so ein bisschen mit aus der Nöte rausgedrungen. Eigentlich ist unter dem Armaturenbrett eine Heizung, ja, und da ist der Drehregler, weil du, wenn du kalt und warm machen kannst und dadurch tut er den Benzindruck regeln. Muss zwar erstmal durch diesen riesen Ausschnitt durchlaufen, aber Sparmaßnahmen sind auf jeden Fall. So eine Heizung wäre schön, oder? Das wäre super. Bei wie viel Leistung bist du jetzt ungefähr? 23 PS hat weniger als der Trabi. Irgendwo in der Richtung wird es so bang. Aber zum Glück wassergekühlt. Genau. Nee, keine Ahnung. Wie gesagt, Prüfstandsläufe. Haben wir noch nie gemacht. Auch müssten irgendwas um die 550, 600, keine Ahnung. Es langt zum Quer. Wann seid ihr das nächste Mal zu sehen in Action? Wahrscheinlich Mitte Oktober in Altstadt auf dem Flugplatz. So ist der Plan, sofern uns nie irgendwelche Corona-Maßnahmen wieder dazwischen kommen. Genau. Na gut. Ich würde sagen, wir quatschen nicht mehr viel. Ich packe meine Zauberkamera raus. Und drehen einen kleinen Carport.
über dieses Auto. Viel Spaß dabei. Feierabend. Motherfucking